Herzlich willkommen beim heutigen Ausschussreport aus dem Digitalausschuss. Zu Gast war Svenja Schulze, unsere Bundesumweltministerin. Sie sprach zuerst über die vielen Potenziale, die die Digitalisierung im Feld Umwelt, Klima, Nachhaltigkeit bietet. Da ging es zum Beispiel um den Einsatz von künstlicher Intelligenz bei der Erfassung der Biodiversität und viele andere Dinge. Sie sprach aber auch von den Nebenwirkungen der Digitalisierung. Und da vor allem von dem CO2-Fußabdruck von IT. IT ist verantwortlich für mehr CO2-Freisetzung als der gesamte Flugverkehr. Und die Prognosen sagen, dass dieser Anteil noch sehr stark steigen wird. Im Vorfeld hatte ich auf Twitter mal gefragt, was ihr da draußen eigentlich Svenja Schulze fragen wollen würdet. Es gab sehr viel Feedback, einiges davon konnte ich aufgreifen. Unter anderem kam zur Sprache, wie es dann aussieht mit der Energieeffizienz in Rechenzentren und bei der Bundes-IT insgesamt. Die gute Nachricht, seit 2009 konnte der Stromverbrauch der Bundesrechenzentren bzw. der Bundes-IT insgesamt um 60% gesenkt werden. Weitere 2% pro Jahr sind geplant. Das wiederum finde ich ein bisschen zu wenig. Was ich nicht so gut fand, ist, dass das Kriterium, das die Energieeffizienz im Rechenzentrum misst, also wie viel der verbrauchten Energie für das tatsächliche Rechnen in Rechenzentren und nicht zum Beispiel für Kühlung verwendet wird, noch keine Anwendung findet bei Rechenzentren in der Hand des Bundes. Neu war, dass das Bundesumweltministerium einen Wettbewerb ausgeschrieben hat, bei dem man sich bewerben konnte mit guten Ideen an der Schnittstelle vom Einsatz künstlicher Intelligenz, Nachhaltigkeit, Klima und Umwelt. Die Resonanz war überwältigend. Es gab über 300 Projekte, die eingereicht worden sind. In der ersten Phase 22 wurden davon ausgewählt. Meine Frage, ob bei der Auswahl Gemeinwohlorientierung eine Rolle gespielt hat, hat sie leider nicht beantwortet. Ich bin mir nicht sicher, ob ihr die Kriterien einfach gerade nicht präsent waren. Gesagt hat sie, es liegt daran, dass die Auswahlverfahren ja noch nicht ganz abgeschlossen sei. Das hat ja eigentlich mit den Kriterien nichts zu tun, die da eingesetzt werden. Gefragt habe ich auch zum Right to Repair, also dem Recht darauf, elektronische Geräte reparieren zu können und nicht wegschweißen zu müssen, nur wenn man zum Beispiel einen Akku nicht tauschen kann oder irgendein Ladeanschluss nicht mehr geht. Da verwies sie darauf, dass es eine EU-Design-Richtlinie gibt, die das Recht auf Reparatur festschreibt, dass da viele Dinge aber noch in der Debatte sind, noch nicht finalisiert, aber Besserung ist in Aussicht. Angesprochen wurde auch das Thema Gesundheitsgefahren von 5G und allgemein von elektromagnetischer Strahlung. Wie alle anderen Abgeordneten und wie die Bundesumweltministerin offenbar auch, landen bei mir ganz viele Anschreiben von allen möglichen Bürgerinnen und Bürgern, die sich da große Sorgen machen und denken, sie werden durch 5G jetzt in der Öffentlichkeit gegrillt und gekocht. Da hat sie gesagt, nein, das ist nicht der Fall. Es wird zwar auch weiter daran geforscht, aber nach den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen besteht kein Grund zur Sorge. Wir werden nicht gegrillt und nicht gekocht, denn Mobilfunknetze sind ja keine Mikrowellen. Da gibt es schon große Unterschiede. Man sollte hier also keine Angst haben. Zwei Fragen von mir wurden nicht beantwortet, aber sollen nachgereicht werden. Einmal habe ich mich dafür interessiert, ob eine Förderung offener, dezentraler Sensornetzwerke geplant ist, wo man zum Beispiel auch im Sinne der Citizen Science Feinstaub dezentral messen kann. Das wird ja auch hier und da schon gemacht. Und ob man daran denkt, solche offenen Sensornetzwerke für die Sammlung offener Umweltdaten zu fördern. Wusste sie nicht, kommt aber als Nachlieferung. Zweite Frage, die offen blieb, war nach der Verfügbarkeit von Rohdaten. Gerade im Umweltbereich ist es unglaublich wichtig, dass man die Daten hat und nicht zum Beispiel nur einen Ergebnisreport, der die irgendwie interpretiert. Daten müssen überprüfbar sein, maschinenlesbar, kontrollierbar. Und zum Beispiel bei der Radonmessung am Arbeitsplatz hat man die Herausgabe von Rohdaten verweigert aus dem BMU mit der Begründung, da würden eventuell Betriebsgeheimnisse verletzt. Kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Dieser spezielle Fall war ihr aber auch nicht bekannt. Auch da werde ich die Antwort später bekommen. Dass das Thema Digitalisierung einen höheren Stellenwert im BMU bekommen hat, zeigt auch die Tatsache, dass seit dem Januar eine Unterabteilung existiert, die sich ausschließlich mit dem Thema Digitalisierung und Nachhaltigkeit befasst. Das finde ich eine großartige Sache, denn es zeigt, dass dieses Thema eine höhere Priorität hat als bisher. Ich danke euch, dass ihr zugehört habt. Freue mich, wenn ihr wieder mal reinguckt in den nächsten Ausschussreport vom Digitalausschuss oder einem anderen Ausschuss.